Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was machen wir? Wir fahren Richtung Köln auf die Sneakerlist mit meinen Brüdern. Hier ist Omar und hier ist Ömer. Und ich bin Khan, der Ken. So, wir sind gerade auf der Autobahn, meine Freunde haben gerade getankt. Ja, 5 Stunden Fahrt wartet auf uns. Anschließend Check-in im Hyatt Hotel. Heißt eigentlich Hyatt oder Hyatt? Auf jeden Fall Check-in im Hotel. Ja, zu viel gequatscht. Ich gebe immer die Leitung hier, bitteschön. Und ich gehe es zahlen. Wir fahren jetzt Richtung Köln. Ich denke mal, auf der Autobahn werden wir nicht filmen, weil wird ein bisschen hektisch sein. Wir melden uns, wenn wir in Köln angekommen sind. Und bis dann. So, meine Freunde, angekommen jetzt in der Suite im Hotel. Ich zeige euch mal jetzt kurz das Zimmer. Zack. Guten Morgen. So, Leute, angekommen in der Suite und als allererstes fällt uns eine Sache auf. Wir kennen das aus dem ein oder anderen Video. Das ist immer seine Tasche für 2 Tage und das ist meine Tasche für 2 Tage. So, wir fangen mal an einfach. Ich zeige euch mal jetzt das Ganze hier. So, Leute, wir kommen hier rein. Zack. Da sind die beiden Jungs schon im Bademantel. Meine Freunde, stellt euch mal vor. Kennt euch ja schon. Wer ist dieser unordentliche Junge hier von euch beiden gewesen? Ja. Ja, natürlich. Zack, Leute. Hier gibt es ein paar Schokoriegel. Hier hat einer schon genascht. Hier. Mein Portemonnaie. Meine Tasche kennt ihr auch. Zack, ich zeige euch mal diese krasse Aussicht. Gut, ich zeige euch das morgen früh, wenn es hell ist. So, hier werden wir schlafen, meine Freunde. Hier schläft der Omar. Hier schläft der Ömer. Angekuschelt an meine Seite. Hier schlafe ich. Hier ist Omar, seine Tasche. Übrigens auch eine ganz normale kleine. Hier ist das Badezimmer. Jo, hier bin ich. Bademantel. Uhrzeit. Bad. Dusche. Hier ist meine Kosmetiktasche, meine Freunde. Hier bin ich. Jo, was geht ab? Hier ein paar Pflegeprodukte. Braucht kein Schwein. Wir sind sowieso hässlich. Weiter geht's. Hier ist so ein Esstisch. Hier ist übrigens WLAN-Passwort. Also wenn ihr aus Köln seid und gerade kein Internet habt, könnt ihr euch damit anmelden. Hier sind ein paar alkoholische Getränke, Kaffeegetränke. Hier, meine Freunde, ist noch ein Bad. Und hier bin ich wieder. Und ihr wollt jetzt sicherlich wissen, was nimmt ein Jansinet auf eine Sneakernis-Messe mit. Und ich zeige euch mal jetzt meine ganzen Klamotten, die ich für 2 Tage mitgenommen habe. Wir fangen an mit meiner Jacke, meine Freunde. Als allererstes eine Moncler Military Jacke. Als nächstes mein Vuitton Hoodie Sweater. Fear of God Shirt. Als nächstes ebenfalls von Fear of God ein Longsleeve. Ein Sweater von Yeezy Season 4. Dann meine Sweatpants, meine Jogger von Fear of God. Eine schlichte, einfache Distress-graue Jeans und hier noch eine blaue Jeans, meine Freunde. Mein Gürtel, meine Sneaker, einmal die Calabasas Sneaker und einmal die Fear of God Military Sneaker. Hier noch ein paar Shirts und als Caps, meine Freunde, zu guter Letzt habe ich eine Icon Cap, eine New Era Cap und 2 Shiba-Mützen dabei. Das war so ein kleiner Einblick in diese Hotel-Suite, nenne ich mal das. Mein erster Einblick ist jetzt nichts Besonderes. Haben schon bessere Suiten erlebt. So schlecht ist das nicht. Man muss sich damit zufrieden geben, was man hat. Wir ziehen uns jetzt aus. Die beiden sind ja schon ausgezogen, die beiden. Ich ziehe mich jetzt auch noch aus, dusche mich ab und dann begeben wir uns zum Wellness. Beenden den Tag ganz gechillt und morgen sind wir ab 12 Uhr auf der Sneakerlist. Ja, das war's von mir. Bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt wach. Hatten eine richtig, richtig, richtig lange Nacht hinter uns. Immer was sagst du dazu? Wo warst du denn gestern schon wieder, mein Freund, hier? Ich war unterwegs. Ich wollte die Stadt mir angucken. Also wenn ihr immer auf Snapchat habt, dann wisst ihr, er kam irgendwann erst gegen 3 oder 4 Uhr ins Hotel. Ja, und der andere Kandidat, der hier, kam auch erst richtig spät hier. Ja, der hier genau. Der hier, Alter. Wo warst du gestern Nacht? Erzähl mal. Keine Aussage. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt beim Frühstück. Hier sieht richtig nice aus, Alter. Wir haben wieder ganze Frühstück auseinandergenommen. Aber so ist es halt immer, wenn man für Frühstück nicht zahlt. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt. Anschließend werden wir uns in die Stadt begeben. Richtung Kings oder Snipes. Ich weiß gar nicht, was wir da haben. Ömer muss sich eine Jogginghose kaufen. Weil? Warum denn? Erzähl mal jetzt bitte, warum bitte. Er hat sich anstatt eine Jogginghose, hat er sich eine Leggings gekauft. Sieht ein bisschen geige aus, aber naja. Ja, ich habe mir aus Versehen eine Leggings geholt. Und deswegen muss ich nochmal los in die Stadt mit einer Jogginghose. Das Zimmer ist oben. Und ich sehe ja die ganze Zeit, wenn ich so runter gucke, wie die Leute genau hier Fotos machen. So machen die Fotos. Die ganze Zeit, ja. Einer nach dem anderen mit dem Kölner Dom im Hintergrund. So. Erkunden. Oder ich hab ihr habt nur Schuhe im Kopf. Ich hab dir den Kölner Dom gezeigt, Junge. Nur Schuhe und Mode-Accessoires. Ihr habt beide arabische Namen. Wenn ich euren Namen hier laut schreie, denken die Bombenanschlag oder so.
Deswegen läuft er noch völlig weiter jetzt. So Leute, wir sind jetzt gerade im JD-Store. Und ich glaube, das ist hier der größte JD-Store, in dem ich jemals war. Irgendwer probiert gerade eine Jogginghose an. Wollt ihr mal gucken? Ja, ihr seid jetzt gerade live dabei in einem Vlog. Und dieser Vlog wird zu einem Shopping-Vlog. Ganz nice, aber heute shoppe ich nicht, heute shoppt ihr irgendwo. So Leute, angezogen, fresh gemacht. Ein paar Spritzer Duft natürlich, darf nicht fehlen. Kompletten Fear of God Outfit, meine Freunde. Die Cap ist nicht von Fear of God, obwohl das dasselbe Logo hat wie die Fear of God Cap. Aber da ich nicht auf Snapbacks stehe, habe ich eine Alternative dazu von New Era gekauft. Das ist eine ganz normale New Era Cap, ganz normal. Aber hat dasselbe Logo wie Fear of God. Könnt ihr das jetzt abchecken? Egal, ich sitze im Kofferraum, oder? Ich fahre mit Kofferraum mit. Auf jeden Fall fahren wir noch zu Sneakernis. Wir warten auf unser Auto. Ich werfe den Würfel und hoffe, dass was Gutes kommt. Siehst du die Menschen unter uns, wie sie bluten, Bro? Eine Träne, sie fällt. Guck, Menschen reden mit Geld. Dir geht es gut, hast du je mit deiner Seele gekämpft? Die Gegend ist echt und kein Palabra wie dein Kiez. Wir tragen Reeboks, scheiß auf die Nike Freeze. In meiner Gegend bist du kein G. Sie spielen kein Spiel, dein Geld ist mein Ziel. Leben in der Westside, para Hoffnung, Spilo. Klappt das nicht, dunkle Gedanken in der Siedlung. Schon als kleines Kind, Bekanntschaft mit Carlito. Kanacken, die dich kicken, wenn du ein bisschen schief guckst. So Leute, wir waren gerade auf der Sneakernis. Ihr könnt es schon an meinem Gesichtsausdruck sehen. Wir sind echt erschöpft. Auf jeden Fall danke an alle, die da waren. Danke an jeden Einzelnen, der ein Foto wollte. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, euch alle mal kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen. Ich bin richtig erschöpft. Wir haben auch richtig Hunger. Hier gab es gar nichts zu essen. An sich, die Sneakernis war ganz okay. Cool war es auf jeden Fall, mit den ganzen anderen YouTubern ein bisschen zu chillen. Und in diesem Sinne, meine Freunde, fahren wir jetzt ins Hotel, machen ein Mittagsschläfchen und gucken, was heute Abend noch so geht. Bis später. So Leute, ich befinde mich gerade in der Hotellobby. Warten gerade, dass unser Auto zurückkommt, also besser gesagt der Concierge unser Auto bringt. Und dann erfahren wir was essen, wir sind richtig müde, ja. Die Sneakernis hat uns richtig fertig gemacht. Aber auch allgemein so der Tag, nach dem Mittagsschläfchen sind wir irgendwie nicht zu uns gekommen. Auf jeden Fall müssen wir was essen, ich verhungere auch schon, Leute. Und wie findet ihr so meine Schiebermütze? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meine Schiebermütze findet. Ihr habt ja letztes Mal gesagt, kombiniert das nicht so und so. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, so eine Schiebermütze mit einem leicht sportlichen Outfit. Hat was, gibt dem ganzen Outfit einen Kick. Ja, ich melde mich, wenn wir essen sind. Bis später. Wir sind jetzt angekommen. Sag doch mal was, du wolltest doch die ganze Zeit was sagen. Komm mal jetzt, guck mal. Aggressiv, er diskutiert die ganze Zeit mit irgendwelchen. Erzähl doch mal, was ist dein Problem mit den Damen in Köln? Komm, erzähl, komm jetzt. Ich habe keine Probleme mit Damen in Köln. Ja, wir sind hier, wir haben tierischen Hunger, wir waren jetzt die ganze Zeit im Hotel. Wir gucken jetzt mal, was die türkische Küche in Köln so zu bieten hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Junge hier hat mit mir gewettet sozusagen quasi, dass er sich in 2 Minuten fertig machen kann. Er hat 20 Minuten gebraucht, aber nachdem ich... Er hat 20 Minuten gebraucht, ich habe 5 Minuten gebraucht. Eigentlich müsste Leute das bezahlen, aber mal gucken, wie wir das heute später lösen mit dem Bezahlen, ja. So lecker. Das ist so Tomatenpaste mit Knoblauch, soweit ich weiß. Sehr scharf gewürzt, alles püriert, ein paar Gewürze noch rein. Was da noch drin? Etwas Petersilie. Ja, aber schmeckt richtig krass. Und das ist ganz normal Tzatziki. Tzatziki oder Tzatziki? Tzatziki, also Tzatziki. Weil bei uns auf Türkisch heißt es Tzatzik und auf Deutsch heißt es Tzatziki. Was das ist, weiß ich nicht. Wenn irgendeiner weiß, was das ist aus Köln, einfach mal in die Kommentare schreiben, Leute. Und ganz wichtig, Salat, meine Freunde. Und das ist das Beste hier. Schön warmes Brot, ausgemacht, im Ofen, lecker. Da erstmal wird Essen gesnappt. Dann wird Essen aufgenommen. Anschließend wird das Essen gegessen. Ich habe mich für einen Grillteller entschieden. Döner mit Reis, ein Pommes hier ganz normal. Ja, guten Hunger, guten Appetit. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. So, wir haben jetzt schön gegessen und anschließend okay, werden wir jetzt in den Café gehen. Folgt alle hier, meinem Bruder hier, Alter. Der hat so wenig Abonnenten, verstehe ich gar nicht. Ja, folgt ihm mal. Unten in der Infobox verlinkt mein Freund Ilmar natürlich hier von ihm und von uns allen die ganzen Instagram- und Snapchat-Dinger. Folgt ihn auf jeden Fall. Bombardiert ihn mit Kommentaren vor allem. Er macht Kampfsport, er ist Kampfsportler. Wenn ihr so Kampfsport interessiert seid oder Fitness interessiert seid, folgt ihn auf jeden Fall. Könnt ihr ihn auch immer so ein paar Fragen stellen. Er kann euch immer behilflich sein. Kreatin, Alkarnitin und diese ganzen Eiweißdinger. Bombardiert ihn mit Fragen voll. Er hilft euch weiter, Jungs. So Leute, wir sind jetzt auch nicht ins Café gegangen. Warum nicht, Bruder? Erzähl mal ein bisschen was. Dicker, immer erzähl ich, du bist doch mit dabei jetzt. Ja. Wir sind nicht ins Café gegangen, weil als wir reingekommen sind, waren den ganzen Blick auf uns gerichtet und der Laden war knüppendicke voll. Ich komme in den Kaffee-Kaffee-Full. Kaffee-Full. Auf jeden Fall wollten wir in ein paar Cafés gehen. Ja. Bei den guten Cafés gab es keine Parkplatzmöglichkeiten. Bei den schlechten Cafés wollten wir einfach nicht vorbeischauen, weil die Cafés schlecht sind. Logisch, so. Jetzt sitzen wir hier vor unserem Hotel. Da ist unser Hotel. Da ist der Kölner Dom. Ich beende hier mit den Tag, meine Freunde. Wir melden uns morgen, wenn wir wahrscheinlich abreisen oder noch einen Tag in Köln verbringen. Auf jeden Fall kurz gesagt, bis morgen. Digga. Digga. Ich hab noch was. Sag. Wir machen einfach ein bisschen Party. So Leute, wir haben jetzt Checkout gemacht. Wir sind todmüde. Wir wohnen heute Morgen um 8 Uhr von Oman geweckt. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt angezogen. Guck mal, ich renne hier mit Latschen rum. Mit der Latschen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr beim Tanken nochmal extra Geld sparen könnt. Hier einfach den Schlauch rausziehen. Dann nochmal schön
schütteln, Freunde. Schön schütteln. Bis auf den letzten Tropfen. Oh, man, das ist einfach motiviert. Junge, Junge. Es muss sein. Hier, Digga. Nein, Mann. Oh, die Engen sind ganz wichtig, Großer. Danach durchgibt's einen Snickers. Konzentrier dich bitte auf die Straße. Er brettert die mit 250 entlang. Ihr könnt sehen, wir sind immer noch angeschnallt. Daran hat sich nichts geändert. Ja, wir befinden uns circa 2 Stunden vor Berlin. Die Reise war richtig, richtig, richtig eklig. Besser gesagt, die Fahrt war richtig eklig. Es gab so viele Staus. Es gab nur Staus. Wir standen locker 2 Stunden im Stau. Ja, und dann gibt es immer wieder diese Autofahrer, die mitten auf der linken Spur abbremsen. Während du 200 durchbretterst, bremsen die ab. Ja, Ömer verabschiedet sich. Grüße gehen raus an euch alle, sagt er. Oma verabschiedet sich natürlich auch. Der liegt da hinten die ganze Zeit, lag, ja. Entweder schläft er oder er furzt, meine Freunde. Das Auto stinkt. Das ist kaputt, Digga. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, mein Motorraum, da muss man durch das Tier liegen. Spaß, ja. Junge, Alter, der Junge. Rülpst und furzt die ganze Zeit, da schnarcht er in der Nacht die ganze Zeit. Ey, es ist auf jeden Fall schlimm mit ihm, aber naja, was soll's. Man kann sich seine Freunde halt nicht im Leben aussuchen. Meine Freunde, das war's mit dem Köln-Vlog. Die Snickern, es war cool. Die ganzen Jungs waren cool. An sich Köln war cool. Wir sind cool, ihr seid cool. Wir verabschieden uns jetzt und sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Video. Und ciao, meine Freunde. Ciao, meine Freunde. Und ciao, meine Freunde.